Wenn ich etwas von Poki gelernt habe, warte. Oh. Oh. Nein, wir haben nur Liebe für dich. Ja, ja. Ihr mögt hey. Den Professor nicht. Hieber, oh, Mechanikus. Hieber, Hieber, wir wollen, dass du widersprechen kannst. Wollt ihr wissen, wo ich diese Narben habe? Das wollte ich auch gerade sagen, Professor Gerzer. Willst du wissen, wo ich diese Narben her habe? Also, ein intergalaktisches Horrorwesen hat meinen Mund weggezaubert und daraufhin musste ich mir wieder einen Mund reinschneiden. Ich weiß nicht, wüsste, von wem ich es bedrohlicher finden würde, wenn das der Professor sagt oder der Doktor. Oh, willst du wissen, woher ich diese Narben habe? Oh. Mein Vater war ein Schuft. Und ein Unhold. Mein Vater war ein Schuft und ein Unhold. Ja, nein. Mein Vater war ein Schuft und ein Unhold. Jetzt in der Stimme von Kiesinger. Mein Vater war ein Schuft und ein Unhold. Ja, und wegen Steven hier so die diversen Dimensionen seiner Charaktere durchgeht, heiße ich euch herzlich willkommen zu Pen & Paper Supers, Ausgabe Nummer 85. Und 85. Ja, beim 85. Und beim letzten Mal hat die Gruppe Mr. Black kennengelernt, hat viel getanzt. Also das war auch eine sehr heitere Folge. Dem Professor hat es ein bisschen die Sprache verschlagen beim letzten Mal. Hey! Und ja, am Ende ist der Raum mit dem Hinweis, die Uhr ist der Schlüssel, mit unter einem Uhrengongen immer weiter verschwunden und eine Wand ist waberig geworden und Little Justice ist durchgelaufen. Und wir wollten herausfinden, ob er jetzt an den Strand von Kalpirinja ankommt. Mit einem Rio in der Hand. Mit einem Rio in der Hand. Und ja, andere Dimensionen, andere Namen. Ja, genau, wie auch gerade. Hey, lassen Sie mich los. Ich bin Rio. Wir haben schon etabliert, dass der Barkeeper Rio heißt. Oh. Ja, und wenn euch das alles gefällt, dann freuen wir uns über Daumen. Oh ja. Und natürlich auch über Abos, wenn ihr uns neu kennenlernt und über Kommentare natürlich. Und ja, damit die Dingeling. Dürfen nur Leute, die uns neu kennenlernen, abonnieren? Was ist mit den Leuten, die uns schon länger kennen? Die dürfen nicht. Na, wenn sie uns noch nicht abonniert haben, dürfen sie uns natürlich abonnieren. Oh. Der hat ihre Chance vertan. Man darf immer nur in der ersten Folge, die man sieht, abonnieren. Ach du Scheiße. Ja, so völlig kontextlos mitten in der Kampagne. Ihr seid gewarnt, Leute. Wir sitzen da seit 2 Jahren und denken, nee, noch bin ich nicht überzeugt. Ich warte noch ein bisschen. Für die zum ersten Mal zuschauen, wir sind nicht immer so. Ihr habt das Problem. Naja, schlimmer. Ja, und damit können wir jetzt loslegen. Achso! Oh. Oder um mal Erik und Steven aus einem Stream zu zitieren, herzlichen Glückwunsch fürs Folgen. Jetzt aber Musik! Ja, also, wo Little Justice angekommen ist, machen wir gleich. Der Rest der Gruppe war ja gerade noch am Debattieren. Ja, und dann hinterhergehen. Also waren ja schon. Okay, Debatte beendet.
Ja. Hui! Gut, ihr geht alle durch? Pum, pum, pum. Ja. Ja. Okay. Ich gehe zum Schluss. Ja. Okay, und ja, als ihr, also Lil Justice ein bisschen früher als ihr, aber als der Rest von euch dazukommt, ja, steht ihr plötzlich an einer Straße, die durch so ein Waldstück zu führen scheint. So, also es ist ein beginnendes Waldstück. Oh Gott. Und ja, neben euch liegt eine umgekippte rote Telefonzelle. ja, und ja, diese Telefonzelle sieht altertümlich aus. Also so wie auch in Marburg in 1923 liegt sie dort. Und die Straße, auf der ihr da steht, die sieht allerdings schon modern aus. Also so wie ihr sie jetzt auch aus eurem Jahr 2026 kennt. Und es führt so ein kleiner Pfad in den Wald hinein. In der Distanz hört ihr Wolfsgeheul, was ja sehr ungewöhnlich ist in eurer heutigen Zeit an sich. Und ja, ihr steht dort und ja, seid plötzlich in einer völlig anderen Szenerie als vorher. Kann Dudley hören, was die Wölfe sagen? Scheiße. Theoretisch ja. Hört er denn, was sie sagen? Na, es ist ja im Moment ist er noch in der Distanz, da müsstest du auf Supersende würfeln. Ich will. Roll. Sehen. Ja, okay. Also du bist ja, ein Wolf ist ja thematisch recht nah dran an einem Hund. Von daher fällt dir das auch relativ leicht. Und also ich spreche mit sächsischem Dialekt. Ja. Nee, das scheint irgendwie scheint da, scheinen die gut gelaunt zu sein, die Wölfe, denn du hörst die ganze Zeit nur eine Man hört nichts, aber ja. Na, deswegen braucht Dudley ja die Supersinne, damit er es hört. Genau, das, was Little Justice gerade macht, das hörst du. Ich höre mein Rudel. Es spricht zu mir. Sie haben Spaß. Können wir da hingehen? Wo willst du hingehen? Vorher würde ich gerne erstmal wissen, wann wir sind, und ich guck mal auf meinen Pager. 2026. Und er hat Internet. Hast auch Internet, ja. Dann gucke ich, wo wir sind. Karte. Ihr seid im Schwarzwald. Oh boy. Professor? Jochen, ja? Kriege ich mein Amulett wieder? Achso, ja. Danke. Und das macht Glück, hieß es, ne? Ja, also du hast dich gefühlt, als wärst du von Glück gesegnet in dem Moment, wo du es umhattest. Sag mal, Mechanikus, Verständnisfrage. Seit wann ist das jetzt dein Amulett? Verdammt. Jetzt findet das behalten. Jetzt hast du geklaut. Oh nein! Mechanikus, du hast geklaut. Jack, nein, wir müssen zurück. Jack, bring mich zurück. Oh Gott. Und, also du siehst, aber es geht auch nicht. Also diese Wand, durch die ihr gekommen seid, ist weg. Also in dem Moment, wo ihr da durch seid... Seid ihr Mechanikus, ich lege seine Hand auf die Schulter. Glückwunsch zu deiner ersten Missetat. Nein! Ich hab mich einlullen lassen von der guten Gefühl. Von der Mama Umarmung. Das ist ein böses Amulett. Aber Mechanikus, du passt jetzt nur so lange drauf auf für den Besitzer. Ja, wir müssen zurück. Und der Besitzer, überleg mal, das war 1923. Das dauert nur 103 Jahre, bis der Besitzer... Oh no. Darum geht's nicht, wir müssen trotzdem zurück. Wir müssen den Typen finden, der uns da hingebracht hat, damit er mich wieder dahin bringt, damit ich das zurückbringen kann. Nein, Mechanikus, jetzt, das ist jetzt egal. Jetzt gibt's kein Zurück mehr, aber achte auf dich, denn wir alle wissen ja, es ist nur ein Schritt vom Amulett nehmen bis Schwarzmarkt-Händler. Oh no. Oh nein. Oh no. Das ist die eigentliche Geschichte, Mechanikus wird langsam zu Liam Langley. Die Origin-Story. Das passt zeittechnisch überhaupt nicht. Das war die Origin-Story, nachdem es passiert ist. Andere Dimension. Boah, dieser ganze Zeitreise. Ich gehe zu die Telefonzelle und... Warte, bevor das passiert, möchte ich gern Max noch ein paar Infos geben, als er guckt, wo er ist und so. Ja, als du im Internet nachschaust, siehst du aber, dass da keine Erwähnung von ESG oder sonst was ist und das auch ganz normal, du auch, als du da so durchscrollst, auch so ein paar Newsartikel findest, so Deutschland und Frankreich erklären die Freundschaft und so weiter, großes Event. Ja, und du siehst, die Aufteilung der Welt ist so, wie wir sie kennen aus unserer Realität.
Aber eben auch, du siehst dann, als du so die Karte anguckst, auch, dass überall ganze Landstriche einfach geschwärzt sind sozusagen. Und ja, dass auch überall von irgendwelchen kataklysmischen Ereignissen die Rede ist und so weiter. Also ja, es ist eine Welt, in der scheinbar irgendeine anderweitige Katastrophe passiert sein muss. Dann würde ich mal so von einigen Sachen die Links kopieren, in eine Nachricht packen und an den Rest schicken und nur so dastehen. Oh, bitte einmal lesen. Oh. Ja, was hast du denn gefunden? Wir haben wieder Internet. Hm. Ah. Das gibt keine Kurs. Ich halte mir das Internet an den Kopf. Er versinkt da drin. Wissen wird übermittelt. Operator, ich brauche ein Heli. Error, Kopierfehler. Das Internet ist jetzt in mir. Ich weiß alles. Das Internet. Manche Leute gehen ins Internet, das Internet geht in Mechanikus. Mechanikus wird zu Johnny 5. Nun, meine Herren, es sieht so aus, wie ihr sitzt zwar in unserer richtigen Zeit, aber der falschen Dimension. Zumindest schon mal eins von zwei Dingen richtig. Ich mogel nach Hectus. Gibt's nicht. Gesichtserkennung. Laufen lassen. Nichts gefunden. Also findest... Ja, also findest niemanden, der so genauso aussieht wie sie. Nein! Wir sind in der falschen Zeit. Ich kann hier nicht leben bleiben. Mechanikus, wir sind in der richtigen Zeit. Falsche Dimension. Hier gibt's keine Superhelden. Ich bin hier in der falschen Dimension. Ich kann hier nicht leben bleiben. Wieso? Was ist denn mit dir? Hectus gibt's hier nicht. Noch nicht mal die unheldenhafte Hectus gibt's hier nicht. Vielleicht gefällt mir die Zeit doch sehr. Oh Mann, ey. Seitdem ich das Amulett habe, sind alle gemein zu mir, weil sie meine böse Seite jetzt kennen. Jetzt mag mich niemand mehr. Mechanikus. Nein. LJ, was gibt's? Wie weit ist denn die nächste Stadt entfernt? Oder Dorf? Die nächste Zivilisation? Keine Ahnung. Paar Kilometer. Denn es wäre halt wichtig, ob wir uns ein Taxi oder ein Uber hierhin rufen können. Ich meine, ein Ober. Nee. Ein Ober. Doch, ein Ober, bitte. Tuba. Moment mal, brauchen wir jetzt wieder eine neue Währung? Ja, genau, ich google mal, welche ausmöglich. Ja, Euro. Lamour, spreche jetzt endlich. Ich mach mich wahnsinnig. Lamour wollte auch noch was. Ich möchte zu die Telefonzelle gehen und mal die Kopfhörer, die Hörer. Ja. Bitte werfen Sie Geld ein. Die Kopfhörer abziehen. Ja, du hörst ein langes, ausgedehntes Tut. Dachte ich mir. Ich würde mal noch ein bisschen googeln, diese kataklysmischen Ereignisse, die passiert. Mugeln. Oder Bingen. Andere Dimension, googeln. was sind diese kataklysmischen Ereignisse gewesen? Also das, was du findest, ist, dass es ja, so zur selben Zeit, wie bei euch die Götterdämmung war, in dem Dreh, dass einfach mitten auf der Welt plötzlich wie so Sphären entstanden sind, so schwarze Energiebälle, die kurz aufgetaucht sind. Sphärenkonjunktion. Nein. Kurz aufgetaucht sind, dann explodiert und dass einfach gigantische Landstriche einfach aus der Welt gesprengt wurden, von einem Tag auf den nächsten. Und auf der ganzen Welt. Okay. Blöd gelaufen. Und es gibt keine Erklärung, was das gewesen ist. Nee. Also Forscher sind bis heute unschlüssig, was da passiert ist. Und Millionen Tote und so weiter. Ja. War es dieselbe Tag? Es war nicht derselbe Tag, aber es war dasselbe Jahr. Okay. Mir fällt gerade ein und Richard versucht dann Miss Penelope anzuklingeln, um zu fragen, was mit Gapstadt ist in dieser Dimension. Aber Wieder die Frage, weil ich glaube, wir haben es noch nicht getestet. Hat jemand Superkräfte von euch? Beschwöre mein Auge. Ist da. Teleportierung nicht funktioniert. Funktioniert. Ja, gut. Wohin hast du dich denn teleportiert?
zwei Meter weiter. In die Sonne. Ich dachte an den Strand von Caipirinha. Gibt es in dieser Welt einen Strand von Caipirinha? Sagen wir ja. Nicht mehr. Er liegt zufällig im Schwarzwald. Der Schwarzwälder Caipirinha-Strand. Wer kennt ihn nicht? Ja. Weltweit berühmt. Und Dudley, du darfst mal auf Supersinne würfeln, während ihr da gerade euch die Lage vergegenwärtigt. Ich würde ansonsten mal mit Dimensions-, also wieder versuchen, die Stimme zu hören irgendwie. Ja, dann würfel mal drauf. Ja, Dudley, du meinst zwischen dem Wolfsgeheul aus dem Wald so ganz leise wieder einen Uhrenschlag zu hören. Oder für dich erstmals einen Uhrenschlag zu hören. Leute, ich glaube, ich höre da auch eine Uhr zwischen dem Wolfsgeheul. Gong. 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 Die Uhr ist der Schlüssel. Und meine Freunde sind da. Wir können ja mal da hingehen. Und du hast Gong. Freunde hier? Na ja, Wölfe. Ja. Ich hatte eine 14 ansonsten. 14. Nee, also gerade hast du keine Verbindung zu irgendwas. Aber in dem Moment, wo Lamour die Uhr ist der Schlüssel laut ausspricht, hört ihr auch alle so ganz leise in der Distanz aus dem Waldhaus diesen Uhrenschlag, dieses Gongen. Ah, Gong. Müssen wir dann zu dem Gong? Wir müssen zu dem Gong. Okay, auf zu dem Gong. Was glauben wir das bisher? Klingt ein wenig wie Hell's Bells. Oh, jetzt muss ich jetzt sagen. Oh, aber wenn es in der Welt keine Superhelden gibt, dann könnten wir die ESG sein. Mechanicus könnte der bekannteste Superheld sein. Ziehen Sie gerade wirklich in Erwägung, dass wir einfach in dieser Dimension bleiben? Aber Richard! Mechanicus könnte der männliche Hectus dieser Welt sein. Aber was ist mit der Hectus? Die gibt es ja immer noch. Nur nicht. Können Sie einmal googeln, ob es Gin auf dieser Dimension gibt? Oh no. Außerdem kann ich nicht so gut Kein sehen. Alkohol. Richard, schau doch mal nach, ob es ein Unternehmen hier gibt. Nein, ich habe Angst davor. Dann google ich das. Die Antwort nicht. Nein, sagen Sie es mir nicht. La 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 la. Läuft nicht in den Kopfhörer? Die habe ich gerade noch. Ach stimmt, die sind noch auf. Jack? Brauchst du die noch? Ja. No. Okay. Was Jack einmal hat, gibt er nicht mehr. Apropos Jack, das brauchst du noch. Ich schick dir mal etwas. Moment, ich muss kurz was nachschauen, weil ich die Frage gerade sehr interessant finde. Ob es Gin auf dieser Welt gibt? Übrigens als Info, es gibt ein Lied, das Playa de Caipirinha heißt. Es gibt jetzt die Takanashi Corporation. Da hast du ganz richtig getippt, lieber Hide. Oh. Takanashi! Denn sogar noch schlimmer, der Professor findet heraus, dass es durchaus das Wellington-Unternehmen gab in dieser Welt und das ja auch lange sehr erfolgreich, auch hier hat das Etikettiergerät zu großen Erfolgen geführt, auch eine eigene Fashion-Marke wurde gegründet und so weiter und so fort. Allerdings in dieser Welt keine wohltätigen Aktionen oder sonst irgendwie was. Und du findest Berichte darüber, dass die Wellington Corporation aufgekauft wurde von einem gewissen Isaya Takanashi. Takanashi. Wir müssen raus aus dieser Dimension. Ja, das würde ich dir alles so sagen. So, ja, also dein Unternehmen ist pleite gegangen. Und warte, ich sehe hier gerade, die Frau von Herrn Takanashi ist. Nein. Ich kauer mich zusammen. Nein. Sie nennen es schon Takanashi-Dynastie. Er hat 7 Kinder. Richard, das ist gut. Das ist nicht der... Ich wollte mich so neben dich knien. Das ist nicht unsere Dimension und... Wir müssen ja eh nochmal zurück in die, wo wir gerade herkommen.
Und dann können wir von da aus ja vielleicht dann die, wo wir hergekommen sind. Das ist eine ganz andere Welt, das ist ganz anders. Hier ist es eh viel trauriger. Dieser verdammte Takanashi, ich will nach Hause, Mechanikus, ich will nach Hause! Was ist denn der Takanashi? Ein Unhold! Er hat Geheimnisse, düstere Geheimnisse, aber das tut nichts. Ein Bösewicht, okay. Während Wellington gerade darüber geht, dass es ein Unhold ist, siehst du, Professor, weiterhin, dass unter Takanashi dann als die Wellington Corporation ein Unternehmen der Unterstützung und Nächstenliebe für die Welt geworden ist. Und ganz viele allgemein nützliche Projekte. Und sie nennen das Projekt Luft nach oben. Mit dem Slogan, diese Welt hat Luft nach oben. Oh. Luft nach oben, die Welt hat Luft nach oben. Nein. Hast du gehört, Richard? Nein, Luft nach oben. Ich werde ohnmächtig. Ich fange ihn auf. Ich fange ihn auf, ich will ja gleich bei ihm. Okay, würfel mal auf Reaktion. Okay. Auf Reaktion. Oder wenn du es mit einem Gadget machen möchtest, auf Gadget. Nein, auf Reaktion, darauf habe ich gewartet. Wieder Würfel. Mein Leben lang habe ich auf Reaktion geskillt, für diesen einen Moment. Nein. Mein Leben lang habe ich auf Reaktion geskillt. Das kann nur fail nach dem Aufbau. Nein. Das ist easy, 16. Ja, okay. Also Richard kippt und mit sehr schnellen Reflexen fängst du ihn auf und verhinderst den Aufprall. Ich hab dich, Richard. Okay, bevor es noch normal ist, die Uhr ist der Schlüssel. Na komm, wir können uns in Richtung der Uhr bewegen. Ich lese mir noch ein bisschen was durch. Mechanikus, kannst du Richard auf mich drauflegen? Ich kümmere mich schon drum. Schaffst du das denn? Ja, ich schaff das schon. Ich bin ein großer Hund. Oh, okay. Und würde drauf und so ein bisschen gucken, dass ich fixiere. Soll ich so ein bisschen? Ja, danke schön. Und wenn du mich noch so ein bisschen hinten am Ohr kraulen könntest, das wäre auch geil. Ja, das mache ich gern. Hinter dem Ohr. Und vielleicht der Demo auch noch. Oh, das auch noch. Ja. Und er schmeißt sie auf den Rücken, wenn geht, so dass ich Richard und die Bauchstreiche zu bekommen. Ich passe aber auf, dass ich würde dann nebenher laufen und immer aufpassen, dass Richard nicht runterrutscht oder so. Ich würde tatsächlich einfach mal so verschiedene Daten downloaden auf mein Gerät. Also, alle möglichen wissenschaftlichen Einträge, die vielleicht so, jetzt ich will es nicht hacken, sondern einfach die öffentlich zugänglich sind. So erstmal einfach allgemeine Informationen über dieses ganze kataklysmische Ereignis. Und ich würde tatsächlich auch versuchen, so viele Wirtschaftsideen und so weiter, was dieser Takanashi gemacht hat, würde ich einfach mal kopieren. Und das hier so aufzeichnen und so weiter. Wie halt er es geschafft hat, diese Firma so krass nach oben zu bringen und noch mehr über diesen Takanashi zu erfahren und so. Ja, also da findest du nicht viel. Also du findest halt auch die Berichte, dass er ein junger, aufstrebender Geschäftsmann war schon immer, dass er sehr kluge Investitionen getätigt hat und ja, dass dann sich leider der hiesige Herr Wellington so ein, zwei PR-Fehltritte geleistet hat. Die wäre, die würde ich mir genau angucken. Und einfach, du musst ja jetzt einfach kopieren, so dass das halt dann für später. Ja, also dass er vor allem so bei seinen Fashion-Marken, also eigentlich hat sich die ganze Welt schon auf wir produzieren fair und so weiter geeinigt und Wellington hat aber immer versucht, irgendwie mit irgendwelchen schwierigen Methoden Geld zu sparen bei der Produktion. Krise kann geil sein. Krise kann geil sein, genau. Das war sein Motto. Er dann zusehends in ein schlechtes Licht gerückt wurde und er wurde quasi gecancelt. So, oh, okay. Und hat immer mehr an Aktienwert verloren und irgendwann, als es billig genug war, kam dann halt Takanashi und hat heldenhaft sozusagen dieses Unternehmen zu neuen Höhen geführt. Und auch die Modemarke KKGS. Krise kann geil sein. Achso. Alle standen auf Schlau. Also. Was? Ja, genau. Was hat der Fußballer damit zu tun? aber das alles zu Takanashi und diesen ganzen Unternehmen sollte ich einmal kopieren. Und ich würde auch einmal gucken nach meinem echten Namen und auch nach Professor Chaos und so weiter, ob ich da auch irgendwas finde. Also Professor Chaos nicht. Aber du nur so ein Pen and Paper Channel.
genau. Ein weltweit bekannten Pen and Paper Channel. Das wär's, wir googeln jetzt und wir finden einen Pen and Paper Channel, die genau bis dahin, wo wir jetzt gerade sind, schon ein Pen and Paper gespielt haben. Genau. Gott, jetzt krieg ich eine Identitätskrise. unsere Pen and Paper Helden sehen uns, wie wir sie spielen. Genau. Ja. Oh Gott. Aber du findest dich selber durchaus. Ja. Und siehst, dass du in dieser Welt ein sehr anerkannter Forscher geworden bist, gemeinsam mit deiner Familie. So, also ihr die ganze Familie arbeitet Hand in Hand und treibt alles in Sachen Klimatechnologien, generelle technische Errungenschaften und so weiter, Medizin, all das in Amerika voran, Hand in Hand. Und sind so ziemlich die erfolgreichste und harmonischste Forscherfamilie des Planeten. Ich glaube wahrscheinlich, wenn andere das sehen würden, würde man sehen, dass ich das halt mal angucke. Und dass ich wirklich, wenn ich die Bilder von meiner Familie sehe und die glücklich sind, würde ich so ein bisschen zusammenzucke und. Das ist widerlich. Kriegst du das kurz? diese Dimension ist furchtbar dumm und. Naiv und idiotisch. Wir sollten weiter. Alles okay, Professor? Ja, weiter. Okay. Ich habe eine Video versendet an Jack und ich würde mich wieder in Lamu zurückverwandeln. Okay. Was war das für ein Video? Ich glaube, es könnte dir gefallen. Es ist... lustig. Es ist lustig. Für die PR-Abteilung der ESG. Oh no. So, nämlich. Irgendwer dieses Video der ESG gibt, ich schwöre euch, ich werde euch alle verbrennen. Na, nicht so böse Worte in den Mund nehmen, sonst hole ich Mr. Black. Nächstes Mal, wenn ich diesen Mr. Black sehe, beschwöre ich mir der Höllenbestie. Mal sehen, was er dann sagt. Mehr als du. Ja. Schnauze! Und ich hab's nicht verstanden, dass ihr aber die ganze Zeit dem Pfad schon folgt, ne? Weil. Naja, den war das, was Matt also gesagt auch. Hat in die Richtung. Achso, ja. Machen wir, okay. Ja, weil zwischendurch hieß es mal so, Richard kommt auf den Rücken und beim Laufen kraulen, deswegen wusste ich jetzt gar nicht, ob ihr schon lauft oder nicht. Ich hatte es auch noch nicht so im Kopf, dass wir schon losgelaufen sind, aber jetzt ja. Von mir aus laufen wir schon. Okay, dann lauft ihr. Und ihr folgt diesem kleinen Pfad, der in den Wald hineinführt und der führt die ganze Zeit geradeaus und irgendwann zweigt ein Weg nach links ab und ihr kommt an einem ja wirklich sehr verwitterten Schild an, auf dem ja vielleicht sogar nur noch die mit Supersinn irgendwie noch die Worte Hochstädter Herberge erkennen können. Kann das irgendwer lesen? Hochstädter. Irgendwas mit Berge. Berge. Achso. Die Hochstädter Berge im Schwarzwald. Hochstädter Berge. Interessant. Ah, gut. Folgen wir weiter. Da soll ja irgendwo die blöde Uhr sein. Ja, und ihr hört auch, dass das Uhrengongen aus dieser Richtung kommt. Ja. Okay. Müssen wir jetzt klettern? Du keine siehst Ahnung. Keine Berge. Wir sind im Schwarzwald, also von daher. Ja, andere Welt, Dimension, ohne Hacktwist, alles doof, vielleicht auch Berge. Wir müssen die Frau finden, der diese Berge gehören. Weil, Hörberge. Gott. Oh Gott. Den verstehe ich nicht. Nee, besser ist es. Der war schmerzhaft. Und ihr... Das ist mein Lebensinhalt, ja. Ja, Lamo. Felix? Ja, komm. Nachdem ich ja mitbekommen habe, dass Leute gegoogelt werden, ich google nach meiner Mutter. Oh. Du googelst nach deiner Mutter und du siehst, dass sie auch in dieser Welt verstorben ist. Allerdings hier eines ungeklärten
einer ungeklärten Todesursache nach. Sie wurde einfach irgendwann tot aufgefunden in dem Etablissement, wo sie gearbeitet hat. Aber ohne irgendwie, also es sah nach natürlichem Tod aus, der sehr plötzlich eingetreten ist. Ja. Und während das passiert, also ihr müsst euch euren Weg wirklich bahnen durch diesen kleinen Pfad. Also er ist irgendwie noch erkennbar, aber alles ist zugewuchert, alles ist irgendwie voller Äste und Pflanzen, die da rein sind. Das heißt, ich beschwöre meinen Höllenhund. Okay. Und der Höllenhund bahnt euch den Weg relativ leicht. Und ja, ihr müsst gar nicht lange laufen und kommt dann irgendwann bei der, ja, ihr würdet fast schätzen, ehemaligen Hochstädter Herberge an, denn ihr kommt dort an und da ist ein Gebäude, das sieht aus, als hätte es mal einen großen Brand gegeben oder irgendwie sowas in diesem Gebiet. Interessanterweise sind vor der Herberge so lauter Gebüschskulpturen, die verschiedenste Tiere darstellen, und die sind alle noch vollkommen intakt, also als hätte sich um die bis zur letzten Sekunde hier jemand gekümmert. Die sind völlig unversehrt, sehen super, super schön aus und ja, aber die Herberge steht zwar noch, aber man sieht im hinteren Teil des Gebäudes ist schon was weggebrochen durch den Brand offenbar. Die Wände sind verkohlt und schwarz und ja, es sieht nicht mehr aus wie ein aktiv als Herberge fungierendes Gebäude. Oh, Herbergen. Ah, verstehe. Das sind keine echten Berge, das ist eine Taverne, also wenn du so willst. Oder einfach ein Wirtshaus, oder ein Hotel, Motel, irgendetwas. Warum denn Taverne? Wo kommen wir denn her? Alle nehmen sie auch nicht. Hier residieren die Demokraten. Okay, dann na los, mein Großer, gehen wir mal da rein. Schnüffel ein bisschen herum und wenn irgendwas sich bewegt, friss. Okay, ach so, du meinst. Dann bewegt sich eine Fleischwurst. Ah! Wollen wir nicht gucken, dass wir Richard mal wach machen? Ich glaube, der ist ein bisschen ausgenockt. Okay. Oh, ist das nicht Miss Penelope da drüben? Was, wie, Miss Penelope? Oh, wo sind wir? Wir sind bei der Herberge. Genau. Herberge? Okay, warum reiten? Danke, Dudley. Ich geh mal. Nicht so schnell hoch, Richard. Nicht, dass du wieder umkippst. Mach jetzt langsam. Warum wieder umkippst? Naja, ich bin topfit. Ja. Wie ein Turnschuh. Natürlich bist du das. Ja. Also, warum Herberge? Was geht hier vor sich? Wir sind Fahrt gefolgt, um die Uhr zu finden. Und die haben wir gefunden. Professor Chaos ist ein mittelalter Nerd, der sagt Taverne für sowas. Merkwürdig, aber okay. Ja, und ihr hört, dass das Ugengongen jetzt auch ziemlich laut ist. Wenn ihr genau hinhört, habt ihr den Eindruck, dass es aber nicht immer von derselben Stelle kommt, sondern als würde es sich in diesem Haus langsam hin und her bewegen. Also hast du das Gefühl, dass es sich bewegt? Jetzt ist es da. Scheint so, ja. Ja, jetzt ist es da. Na, ich gehe mal rein mit meinem Höllenhund. Ja. Also die Vorderwand steht auch noch. Da wäre auch eine Tür, auch schon so halb in den Angeln. Los, mach sie weg. Der würde einfach durch die Tür durchbrechen. Und ja, in dem Moment, wo er das tut, hörst du von drin ein oh, oh Gott, oh Gott. Will ich auch... Nicht sofort reinplatzen und sagen, hey, wir sind übernatürliche. Nein? Ich hatte die Faxendicke davon. Geh halt mit den Höllenhund rein. Bin ich. Ja, du siehst eine, ich sag mal, weiblich anmutende Person. Also sie trägt ein ausladendes gelbes Kleid, was sicherlich vor einem Jahrhundert etwa mal sehr hübsch war. Wirkt auch, als wäre es aus dem Jahrhundert gefallen. Sie hat keine Haare mehr auf dem Kopf. So, das Gesicht ist auf der rechten Seite komplett verbrannt und vernarbt. Die linke Seite wirkt eingefallen. Das Auge, was noch da ist, ist komplett weiß. Und diese Gesichtshälfte ist auch ja, völlig in sich zusammengefallen. Und es wirkt fast schon zombieartig.
und guckt dich aber dennoch so in Abwehrhaltung an. Meine. Aber von den Klamotten her passt's ja. Oder meine. Hat sich irgendwer umgezogen? Ah ne, stimmt, wir haben noch dieselben Sachen an, ja. Ja, mhm. Genau, also ja, genau, von eurem Äußeren her würdet ihr auf sie wahrscheinlich nicht befremdlich wirken. Meine Güte, die Dame, sie sollten dringend ein Krankenhaus aussuchen, glaube ich. Oh, sind sie Gäste? Gäste? In dieser Bruchbude, in dieser Ruine? Das ist die Hochstädter Herberge. Kommen Sie doch herein. Ich bin Madame Hochstädter. Wollen Sie in meinem Anwesen übernachten? Madame, seit wie lange sind Sie schon hier? Schon sehr lange, fürchte ich. Alleine? Nicht immer. Sie haben manchmal Gäste. Lamour, dein Einsatz. Gäste habe ich schon seit langer Zeit nicht mehr, aber ich habe hier einmal mit meiner Familie gelebt. Und dann ist ein schreckliches Feuer ausgebrochen? Dann ist ein schreckliches Feuer ausgebrochen und meine gesamte Familie ist umgekommen. Oder die entkommen sind, sind über die Jahre gestorben. Nur ich bin dazu verdammt zu überdauern. Aber ich freue mich über Gäste. Wenn ich fragen darf, wie alt denken Sie, sind Sie? Oder wie alt sind Sie wirklich? Wenn Sie sagen, Sie müssen überdauern? Nun, weit über 100 Jahre mittlerweile, denke ich. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Aber wie kann es sein, dass Sie dauerhaft überdauern müssen? Ist es eine Art Zauber, Fähigkeit, Fluch, was auch immer diese Vision das heißt? Ich rufe von hinten rein. Hängt das mit der Uhr zusammen? Oder hängt das mit einer Uhr zusammen? Ich habe gesagt, mit der Uhr. Mit einer Uhr? Nein, ich... Ach, und du hast richtig den Eindruck, dass ihr seit Jahrzehnten niemand mehr zugehört hat, so, und sie einfach froh ist, dass sie mit jemandem reden kann, der jetzt da ist. Meine Familie und ich, wir waren fehlgeleitet von einer falschen Gottheit und schlussendlich hat es uns alles gekostet und nun, ich musste meine ganze Familie zu Grabe tragen und ich bin einfach da geblieben. Vielleicht ist das meine Strafe. Ihr falscher Gott hat nicht zufällig den Namen Mr. Black? Nein, diesen Namen habe ich noch nie gehört, nein. Aha, interessant. Also hält dieser falsche Gott Sie am Leben? Haben Sie irgendwelche dunklen Rituale gemacht, oder was? Ich fürchte ja, und eines Tages kam eine Gruppe. Sie war Teil unserer Pläne und dann ist alles in Flammen aufgegangen. Und seitdem kommt keiner je vorbei. Keiner erlöst mich. Und während du mit ihr sprichst und auch wenn die anderen mit reinkommen, ja, du hörst das, als in diesem Raum steht, dass dieses Uhrengongen ohrenbetäubend laut ist. Wir haben dich ja gehört, verdammte Uhr. Niemand erlöst sie, obwohl sie eigentlich nichts lieber wollten als tot sein. Das wäre meine Erlösung, ja. Haben Sie schon versucht, sich selbst das Leben zu nehmen, wenn ich das so fragen darf? Etliche Male, ja. Das hat nicht funktioniert. Nein. Ich kann es Ihnen zeigen. Und sie nimmt sich irgendwie so einen, so einen Holzpfahl, der da rumliegt und zuckt mit sehr großer Geschwindigkeit auf ihren Hals zu. Und ihr seht wirklich, wie das vor im Hals einfach ihr aus der Hand fliegt und wegschleudert. Ich bin noch draußen, ich bin nicht mit reingegangen. Okay. Ich habe das nicht gesehen. Haben Sie hier in Ihrem Etablissement eine große Stand- oder Wanduhr?
Wir hatten einmal einige davon. Jetzt wäre es mir neu, aber Sie dürfen sich gern umschauen. Ich kümmere mich schon seit einigen Jahren nicht mehr um das Haus. Das Einzige, was ich noch pflege, sind die geliebten Pflanzenskulpturen, die eine wohlgewonnene Erinnerung an die Vergangenheit sind. Verstehe. Dann würde ich mich ohne weitere Worte mal anfangen umzuschauen. Dürfte ich ein kurzes Experiment probieren, Madame? Nur zu. Halt einfach mal kurz ihre Hand aus, bitte. Sie hält ihre Hand aus. Und Lil Justice, nur als Info, du merkst in dem Moment, wo du dich entfernst von ihr und anfängst dich umzugucken, dass die Uhr so Stück für Stück leiser wird, je weiter du weggehst von dem Ort. Ein großer Versuch, einmal mit einer deiner Krallenspitzen ihre Hand zu durchstoßen. Wir versuchen beim Höllenhund versuchen halt, dass er eine Klaue hebt und dann halt versucht mit so einer Einzelklaue versucht einfach ihre Hand rein zu pieksen. Ja. Oder durchzupieksen. Und also sie hält die bereitwillig hin, auch weil als sie die große Pranke auf sich zukommen sieht. Und die Kralle geht in die Haut rein und es fließt Blut, was aber so aussieht, als wäre es schon lange getrocknet. Also so wie getrocknetes Blut aussieht, nicht wie frisches Blut. Und in dem Moment, wo es einigt, kommt von ihr aber kein Schmerzschrei, sondern nur so ein es funktioniert. Das habe ich mir gedacht. Lass es ganz kurz sein. Und dann nimmt die Klaue wieder zurück. Nun, anscheinend können wir Ihnen Erlösung bieten. Was? Das können wir nicht machen, Professor. Sie wollen eine Zivilistin einfach so töten? Meine Herren, schauen Sie sich bitte diese Person an. Sie hat selber gesagt, sie möchte ein Ende herbeigeführt haben. Und ja, schauen Sie sich um. Glauben Sie wirklich, dass die Person noch irgendetwas hat, für das sich zu leben lohnt? Sie kann etwas Neues finden. Und sie war nicht draußen, vielleicht kann Richard man hier Richard Mechanicus, helfen. Schauen Sie sich bitte diese Person an. Dort auf den Körper. Ja, aber sie lebt noch. Aussehen ist nicht alles. Ich würde in der Zeit immer noch so ein bisschen rumlaufen, immer näher an sie ran, ein bisschen weiter von ihr weg, um zu gucken, ob es von ihr direkt als Person kommt oder ob es nur aus ihrer Nähe kommt. Also du kannst nicht den genauen Ort ausfindig machen, sondern das klingt, als würde dieses Gongen von überall kommen. So. Aber es wird halt immer sehr viel lauter, wenn du zu ihr hingehst und leiser, wenn du von ihr weggehst. Und Lamour wollte noch irgendwas. Wenn ich da draußen irgendwo auf den Treppen wahrscheinlich zum Eingang sitze, ja. Höre ich, was drin geredet wird? Ja. Nicht gut. Okay. Oh no. Und sie sagen, bitte, Sie müssen mir helfen. Ich wünsche mir nichts mehr, als erlöst zu werden. Ja, aber der Frau muss geholfen werden, aber anders. So kann das nicht. Mechanicus. Ja, vielleicht mit einer Therapie, den Leuten muss man auffangen. Mechanicus, diese Person hätte schon vor 100 Jahren sterben sollen. Da ist es doch egal, es war oben, wieso, die lebt aber noch. Und du kannst nicht einfach, wer bist du denn, dass du entscheiden kannst, wer Diebstahl ist schon scheiße, aber hier tötet doch niemand irgendjemanden. So nämlich. Und sie guckt dich wirklich mit der noch halbwegs erkennbaren Gesichtshälfte völlig entgeistert an und fragt, auch nicht, wenn es mein Wunsch ist? Sie ist scheinbar nicht zurechnungsfähig. Das ist... Mechanicus, diese Person ist durch, wer weiß, was für eine Hölle durchgegangen. Egal, ob sie verdient oder nicht. Aber nur diese Person hat alles verloren. Sie hat nichts mehr. Das finde ich nicht gut. Ich finde das nicht, das ist nicht richtig. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man Sachen klaut oder nicht. Das ist was ganz anderes. Wir müssen der Person helfen und das haben wir nicht zu entscheiden. Wenn die ganze Zeit hier in dem Haus drin war, vielleicht gibt es da draußen Möglichkeiten, ihr zu helfen. Das weiß ja keiner. Ich kenne die Dimension noch nicht mehr. Einen schönen Tee, den ich kochen kann und dann können wir alle in Ruhe darüber reden. Und ich würde aus dem Raum gehen und mal gucken, ob ich eine Küche finde, wo ich irgendwie Tee kochen kann. Nichts mehr, was funktional wäre. Oh boy. Naja, vielleicht tut es Wasser. Tut ja auch vielleicht etwas Gutes, ein bisschen Wellsprings. Und ich würde wieder zurück in den Raum kommen. Kein Tee, aber Wasser hätte ich. Die Dame, wollen Sie etwas Wellsprings? Ja, und auch da, also nur für dich als Info, also du gehst da
dann, was vielleicht mal die Küche war. Du hast nicht gesehen, wie der Weg hierhin aussah. Du hast gesehen, wie das Gebäude aussah. Und hier ist schon relativ klar, diese Frau kann seit Jahrzehnten nichts gegessen oder getrunken haben. Eigentlich. Well, Springs. Ich. Nein, danke. Aber ich bitte Sie. Sie haben doch. Sie sehen auch ein bisschen durstig aus. Und sie wendet sich dann wortlos, also gegenüber dir wortlos wieder zum Professor. Bitte, Sie scheinen der Einzige hier zu sein, der mich versteht. Bitte helfen Sie mir. Nein, 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 nein. Wir können nicht. Das ist endgültig. Tod ist endgültig. Wir müssen vorher alles andere ausprobieren. Wir können nicht in irgendeiner Dimension, wo wir uns nicht auskennen, irgendjemanden umbringen. Die erste Person, die uns findet. In der anderen Dimension, das Erste, was wir machen, ist klauen. Was kommt als Nächstes? Das ist der Schritt. Nein! Werte Dame, es gibt doch so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Sie können etwas Neues finden. Ich habe alles verloren. Ich habe in meinem Leben schreckliche Taten begangen. Ich habe meine ganze Familie dafür verloren. Ich bin verdammt, auf ewig zu leben und hier vor mich hin zu vergotten. Was soll ich denn noch finden, wofür es sich zu leben lohnt? Vielleicht sind Sie eher dafür bestimmt, etwas Besseres daraus zu machen. Dass Sie nicht gestorben sind, weil Sie eine Bestimmung haben, dass Sie etwas Gutes hervorbringen können. Nicht den Tod. Und sie guckt nur hilfesuchend zum Professor. Meine Herren, bitte schauen Sie sich diese Person nochmal genau an. Wie soll diese Person jemals wieder normal leben? Die Hälfte ihres Körpers oder mehr, sagen wir 90% ihres Körpers, ist nicht mehr funktionabel. Als mein Höllenhund gerade sie einmal kurz gepiekst hat, ist das Blut, was aus ihren Adern kommt, eigentlich eh schon lange geronnen. Diese Person sollte schon lange nicht mehr leben und wird nur durch einen schlechten Scherz von einer anderen Kraft noch am Leben gehalten. Das, was Sie hier sehen, ist kein normales Leben. Woher weißt du das, Professor? Bist du schon öfter hier gewesen? Vielleicht gibt es zigtausende, die so leben. Wo waren Sie überall schon? Waren Sie schon mal woanders? Schau die Frau an. Gibt es noch andere wie Sie? Ich weiß es nicht, denn ich kann diesen Ort nicht verlassen. Ah, das kommt auch dazu. Sie ist auch noch für alle Zeiten hier an diesem Ort gefangen. Oh. Mann, hast du was herausgefunden? Lass nochmal zurück. Nicht wirklich. Also das Klingen der Glocke, der Uhr, ist auf jeden Fall hier in diesem Bereich bei ihr am lautesten. Max, kannst du das Uhr ein bisschen leiser, wenn man... Habe ich jetzt schon auf 200% gedreht und es hat nicht gereicht. Jetzt werden wir voll laut. Besser? Ja. Ja. Sehr schön. Ja. Sehr gut. Also das Uhrengeräusch wird ist besonders in ihrem Bereich laut und wird leiser, je weiter man sich von ihr entfernt. Das kann natürlich an dem Raum liegen. Es kann natürlich auch an ihr liegen, aber... Also könnte sie der Schlüssel sein? Sie könnte... der Schlüssel zur Uhr sein, damit die Uhr der Schlüssel sein kann. Also ich stehe hier auf der Seite vom Professor. Oh. Sie wollen sie einfach töten. Das, was Richard sagt. Noch ja. Einmal, Richard, welche Möglichkeit hätten wir sonst? Welche Möglichkeit hat sie sonst? Kennen Sie irgendein medizinisches Verfahren in irgendeiner Form, das wieder beheben könnte? Naja, vielleicht kann man da operativ irgendwas... Nein, glauben Sie mir, kann man nicht. Wir waren hier noch nie in dieser Welt, wir wissen nicht, was es hier gibt, wir haben noch nichts getestet, wir wissen diese überhaupt... Diese Dimension hat denselben technologischen Zustand wie unsere. Vielleicht hat's nur aber ganz ohne andere. Superhelden. Vielleicht gibt es ja andere Leute, die irgendwas anderes können. Wellington ist nicht mehr da, ist dafür irgendein anderer Bösewicht, der eine Firma leitet. Hectress ist nicht da, das ist alles hier anders. Hier gibt es keine Superkräfte an sich. Ja, vielleicht gibt es super tolle Medizin. Wir haben es noch nicht mal ausprobiert. Du kannst ihn nicht einfach hinstellen. Professor, ich bin eigentlich immer auf deiner Seite, aber das, nein, das finde ich nicht gut.
Das finde ich nicht gut. Mechanikus, ja, ich verstehe. Manchmal muss man Sachen machen, die man nicht gut findet, Mechanikus. Das hat damit nichts zu tun. Wir haben nichts ausprobiert. Halt die Klappe mit Erwachsenen. Das hat damit nichts zu tun mit Erwachsenen. Einfach irgendwelche Leute umbringen, weil wir sagen, gibt's ja nichts anderes. Wir kennen uns diese Welt zwar nicht aus, aber wir bringen jetzt einfach mal Leute um, weil bei uns zu Hause, da gibt's nichts anderes. Eine ganze Welt. Ist aber offen. Sie möchte es doch selber. Es ist ja nicht so, dass ich gerade hier jemanden angreife und versuche einfach... Sie ist alt, verletzt und krank. Sie ist scheinbar nicht mehr rational zu fähig, irgendeine normale Entscheidung zu treffen. Sowas nannte man vor der Katastrophe auch Sterbe. Nee, was war das? Sterbehilfe. Sterbehilfe. Ja, aber das macht dann irgendein Arzt oder sonst was vielleicht. Aber sind wir, wer sind wir, dass wir das entscheiden? Oh nein! Er hat sie aber nicht untersucht, sondern einfach nur gesagt, ja, hier gibt's nichts an dieser Welt. Ich kenne diese Welt zwar nicht, aber ich bin der Professor. Wer ist dir lieber, wenn, Mechanikus, wer ist dir lieber, wenn wir darauf warten, dass der Doktor zum Vorschein kommt und selber noch einmal über sie schaut? Wir müssen erstmal wissen, was diese in dieser Welt Möglichkeiten gibt. Wir können nicht einfach über die Leute umbringen. Dann bitte, Mugel ist. Schau dir an, die Technologie ist auf demselben Stand. Ich habe es bereits nachgeschaut. Ich fange an zu googeln. Ich fange an zu googeln. Okay. Ja, werte Dame, nur ganz kurz, also findest mit der Zeit heraus, gleich wieder, findest mit der Zeit heraus, dass der Professor absolut recht hat. Also die Medizin ist ein bisschen weiter als jetzt in unserer heutigen Zeit. Du findest aber auch keinen anderen Fall dieser Art. Mhm. Und nichts, was dir in irgendeiner Form Anhaltspunkt dafür gibt, dass man das fixen könnte. Nur, dass du das schon weißt. Was genau hindert sie denn daran, diesen Ort zu verlassen? Ich kann mich exakt auf dem Gelände meines Anwesens bewegen und sobald ich versuche, es zu verlassen, werde ich regelrecht zurückgezogen. Ich habe dann so ein unglaublich lautes Geräusch in meinem Kopf, so wie der Schlag einer Uhr. Und ich werde einfach zurückgezogen. Ich kann das Gelände nicht verlassen. Würden Sie es womöglich mal demonstrieren wollen? Nun, wenn es sein muss. Jack, könntest du sie vielleicht kurz hier wegbringen? Ja. In die Sonne. Was bedeutet weg in diesem Fall? Teleportiert. Wegteleportiert. Oh Gott. Oh je. In die Mitte des Ozeans. No. Okay, also wo möchtest du hin teleportieren mit ihr, Jack? Das wäre die Frage. Ich würde erstmal nur vors Gebäude. Oh, sie ist trotzdem in der Mitte geteilt. Ja, das gelingt. Denn? Ja, würde folgen. Ja. Ja, und sie läuft dann quasi auf den Pfad zu, aus dessen Richtung ihr gekommen seid. Auch guckt kurz zu Lamour, der da draußen sitzt. Und läuft an den letzten Pflanzenskulpturen vorbei und ja, ihr seht dann irgendwann, wie sie an einem bestimmten Punkt einfach sich den Kopf hält und versucht weiterzulaufen, aber wirklich, während sie die Füße vorwärts setzt, immer weiter zurückgezogen wird. Nun, Mechanikus, Richard. Ja. Ich gucke, ich lese. Mechanikus, schau dir das kurz an. Ich lese. Ja, was? Ich sehe es ja, sie kommt nicht weiter, sie kann nicht gehen. Ja, ist ja gut. Stör mich jetzt nicht! Naja, wenn man die Ressourcen hat, kann man die Ärzte ja hier hinbringen und eine Operation hier vor Ort unternehmen. Ich stehe noch im Haus. Ja. Ist das immer noch, das Geräusch der Uhr, höre ich das immer noch genauso laut oder ist das wieder weiter weg? Also in dem Moment, wo Jack teleportiert ist, war es einmal ganz kurz komplett weg. Für ein, zwei Sekunden. Und dann ist es leiser wieder vor dem Haus aufgetaucht. Okay, dann gehe ich raus. Also wenn wir jemals nach Hause wollen, dann ist auf jeden Fall die Dame der Schlüssel. Ja, aber sie müssen das Geräusch der Uhr kommt von ihr. Seht ihr, wir müssen sie einfach heilen und dann kommen wir nach Hause. Oder erlösen, um nach Hause zu kommen.
Da bin ich lieber bei der heilen Alternative. Ich wiederhole mich noch einmal. Die einzige Möglichkeit, die ich noch anbiete, ist zu warten, bis der Doktor zum Vorschein kommt, wenn ihr ihm mehr vertrauen wollt als mir. Er kann gerne mit Funkel versuchen, ihr zu helfen oder mit seinem medizinischen Wissen. Doch wenn auch er zur selben Erkenntnis kommt wie ich, dann erlösen wir sie, weil es ihr Wunsch ist und nicht, weil es einfach nur ein Mord ist oder wegen Superhelden oder sonst irgendetwas. Und Mechanikus, auch in unserem Beruf müssen wir, ob wir wollen oder nicht, manchmal schlimme Entscheidungen treffen. Manchmal können wir nicht jeden retten, sondern müssen uns entscheiden, wen wir retten wollen. Und in dem Falle ist die Entscheidung, ob wir jemanden helfen wollen oder ihn leiden lassen wollen. Kurze Out-of-Character-Frage. Der Doktor, wie gut ist, also wie gut wissen wir, ist deine Heilung im Vergleich zu dem, was zum Beispiel hier gibt? So, ist das schon so anderes Level nochmal hier oben? Ja, also Funkel ist ein anderes Level, ja. Okay. Genau. Herr Professor, können Sie nicht einfach Ihre Dimensionsmagie machen und sie in eine Dimension bringen, wo sie nicht so leidet? Was soll das sein? Der Himmel? Oder was? Ich weiß es nicht. Ich kenne all Ihre Dimensionen nicht, aber... Ich auch noch nicht, Richard. Aber Ihr Tod kann doch nicht die Lösung sein. Aber ich... Also, ja, man hat hier nicht so die Möglichkeiten, deswegen würde ich wirklich gerne auf den Doktor einmal warten, was der, aber ich finde es auch nicht gut. Ich finde, das ist nicht richtig, jemanden umzubringen, ist nicht die Lösung. Man gibt den Tod, auch wenn, das finde ich nicht richtig. Nun gut. Das war nicht richtig. Und Mechanikus sitzt da ganz betröppelt und auf dem Boden, weil er niemanden gefunden hat im Internet, nichts Vergleichliches, sondern einfach nur immer wieder und immer wieder auf Sackgassen gestoßen ist. Und Madame? Dudley würde sich an ihn ranknuddeln. Er würde ganz doll Dudley so umarmen. Madame, es tut mir leid, wenn es vielleicht noch etwas dauern mag. Ich verspreche Ihnen, wir helfen Ihnen und wir bringen Ihnen die Erlösung. Nun gut, warten Sie noch bitte ein wenig. Dann suche ich mir irgendwo ein gemütliches Plätzchen und... Ja, und Jack, wir haben eine... Oh, Jack, wir haben eine Weile nichts gegessen. Magst du nicht mal irgendwo was zu essen besorgen? Hast du Euro? Brauchst du Euro? Nö. Wo ist denn hier das nächste? Warte, ich habe noch 210 Reichsmark. Oh Gott. Ich nehme die erstmal mit. Können wir bestimmt wertvoll irgendwo versteigern mittlerweile, oder? Ja. ja, und Jack verschwindet kurz und kommt einen Moment später wieder mit allerlei Knabbereien, Snacks und was auch immer. Currywurst und Avocado. Was Jack gern mitnehmen möchte. Avocado. Currywurst mit Avocado-Soße. Das fängt an zu schreien. Avocados. Was hast du bei dir? Currywurst mit Avocado-Ketchup. und ich habe gerade gewürfelt, also es dauert noch so ein halbes Stündchen, dann kommt der Doktor wieder zum Vorschein. In der halben Stunde würde ich noch einmal, wenn alle sich so ein bisschen hinsetzen oder essen oder sonst irgendwas, ich würde auch einmal zu Lamour einmal gehen. Lamour? Also vielleicht auch so ein bisschen abseits, dass das vielleicht nicht unbedingt ihr hört irgendwie. Also ich sitze weiter an den Stufen da, hab mich nicht bewegt. Ja. Ich setze mich so neben dich. Okay, Lamour. Und da du bisher noch nichts weiter gesagt hast, nehme ich mal an, das alles nimmt dich sehr mit. Ich verstehe Mechanikus, aber ich verstehe auch sie. Wenn es soweit ist, und ich bin mir zu 99,999% sicher, dass es so sein wird, könntest du helfen.
dass es möglichst sanft für sie abläuft. Friedlich. Ich schaue ein paar Sekunden einfach vor mich auf den Boden und sitz da mit der Flasche in der Hand. Und nick dann einfach nur. In unserer Welt ist der Tod allgegenwärtig. Vor allem seit der ganzen Sache vor 5 Jahren. Ich verstehe, dass vielleicht nicht jeder so locker damit umgehen kann wie ich. Was gehört auch zu unserem Beruf? Wir müssen unangenehme Entscheidungen treffen. Aber manchmal müssen wir sie halt nochmal machen. Sorgen Sie dafür, dass Mechanicus nicht da ist. Und das nicht mit ansehen. Ich kann es versuchen. Vielleicht wäre es auch gut, wenn er es sieht. Nein, ich glaube, es ist gut, wenn er sowas nicht sieht. So wie du vielleicht? Sorgen Sie einfach dafür, dass er es nicht sieht. Okay? Ich werde es versuchen. Probleme wegtrinken bringt übrigens auch nicht immer alles wieder ins Lot. Bleib ruhig. Aber dafür bin ich wohl der falsche Ansprechpartner. Stehe dann auf. Würde einfach ein bisschen herumwandern, so über ihren Platz und warten halt, dass der Doktor zum Vorschein kommt. Ja. Ja, und während die, die etwas essen möchten, etwas essen, ja, kommt nach, wie seit einigen Minuten, so einer halben Stunde, kommt der Doktor wieder zum Vorschein. Hi Leute. Es tut mir leid, dass das alles jetzt so eine bedrückende Stimmung ist und so. Also erstmal hallo, ich bin der Dr. Peace. Der andere Ich, das war der Professor Chaos. Wir sind so zwei Seelen, ein Körper und so, ne? Und dann rufe ich halt Funkel. Doktor! Leichte Hoffnung in seinem Gesicht und Augen. Du schaffst das doch, oder? Danke. Also, Mechanicus legte so eine Hand so auf die Schulter. Gleich gibt es 5 Zeugen dafür, wie kindliche Hoffnung zerstört wird. Ich versuche es, aber wir reden hier von einer anderen Art von Kraft und Magie. Aber du bist so gut. Du bist viel besser als alles, was es sonst gibt hier. Du kannst das doch. Du kannst. Funkel kommt auch von woanders her, von einer anderen Dimension. Mhm. Und das schaffst du doch. Du schaffst das. Ich werde es versuchen, Mechanikus. Du musst das schaffen. Aber manchmal gibt es für manche Dinge keine richtige Rettung. Das musst du auch wissen. Nein, du musst da anders rangehen. Du kannst nicht so negativ. Du musst das schaffen, sonst ist es... Ich schaue sie mir an, Mechanikus. Okay? Ja, bitte. Dann würde ich zu der Dame hingehen. In Ordnung, am besten Funkel, mein Freund. Du musst jetzt dein Bestes geben. Zeig allen, was du kannst und versuche ihr zu helfen, okay? Mein Kleiner. Dann würde ich halt Funkel zu ihr schicken und versuchen, sie zu heilen. Ja. Nur da ihre Wunden, ihren Körper. Als Kontext, also siehst auch, als du ihr erzählst, so, ich bin Dr. Peace, ich bin die andere Seele davon und so, dass sie darauf völlig ungerührt reagiert. Also sie hört sich das einfach nur an und nickt, während du das erklärst. Ja. Ja, dann würfel mal auf Funkel.
Würfe auf Funke und habe eine 25. Okay. Ja, und also man sieht, Funke ist wirklich sichtlich bemüht, weiß, es geht um was, leuchtet sogar nochmal extra magisch auf, als er rumfliegt und seinen Drachenstaub, Feendrachenstaub rieseln lässt. Und du siehst aber schon in dem Moment, wo es losgeht, dass es ihren Kopf berührt und überall, wo dieser Staub auf ihrem Körper landen würde, er einfach nur in Flammen aufgeht und sie quasi ja jetzt wie so eine Flammenwand um sich herum hat und der Feenstaub sie einfach nicht berührt. Funkel, Funkel, lass, alles gut, mein Kleiner, danke. Oh mein Gott! Wie geht es Ihnen gut? Das wäre das falsche Wort, aber ich habe es Ihnen ja gesagt. Ich möchte nur noch, dass es aufhört. Schau zu Mechanicus. Das kann nicht richtig sein. Das kann einfach nicht. Würde ihn einmal umarmen einfach. Richtig sein. Ja, zurück umarmen. Und leicht reinschluchzen ja. In die Mantel. Alles gut. Mich darum zu verstecken. Alles ist gut, Mechanicus. Ich weiß, das ist nicht gerecht. Und vieles in dieser Welt ist nicht gerecht. Und man wünscht sich immer, dass die Medizin alle Wunden heilen kann und alle Probleme, aber auch die Medizin hat ihre Grenzen. Und auch magische Medizin wie mein kleiner Funkel. Ich mach dir keinen Vorwurf, das oder Funkel, ihr habt da alles gegeben, ich hab's ja gesehen. Das, aber ich mag es trotzdem nicht, wie es läuft. Das ist doof. Einfach ich weiß, Mechanikus. Leider hat der Professor schon recht. Manchmal müssen wir Dinge tun, die nicht schön sind. Die wir nicht wollen. Ist das deine fachliche Meinung? Ist das dein, als Arzt, deine, nicht als Held, sondern als Arzt, als der, dem das Wichtigste ist, das Wohl der Menschen, immer einmal alle zu heilen zu wollen. Ist das deine fachliche, abschließende Meinung? Dass das der Weg ist, der einzige? Und nachdem ich bisher auch irgendwie weiterhin dort einfach nur vor mich hingestarrt habe, wenn Mechanicus das fragt, schaue ich auch zum Doktor. Wenn es ein normaler Fall wäre, nehmen wir etwas wie, ich weiß, eine schlimme Krankheit, ähnliches, dann würde ich als Arzt natürlich immer dazu raten und versuchen, immer alles zu tun. Aber auch ich als Arzt weiß, dass wenn ein Mensch selber es vielleicht nicht mehr will, weil er vielleicht nicht mehr sich durch endlose Qualen durchschleppen möchte, um am Ende gar keinen Erfolg davon zu haben, außer vielleicht noch ein paar qualvolle weitere Wochen, dann ist es manchmal besser, ihn ziehen zu lassen und ihn seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Selbst wenn es für alle um ihn herum unglaublich traurig und schwierig ist. Aber wenn es der Wunsch des Menschen ist und es keine Heilung gibt auf eine Krankheit, und bei dieser Person ist meine fachkenntliche Meinung, es gibt keine, dann sollten wir diesen Wunsch erfüllen. Selbst wenn ich als Arzt mich natürlich auch dagegen strebe, das zu tun, aber wir Ärzte sind auch keine Götter und können einfach über jeden entscheiden, wie wir möchten. Und müssen diese Entscheidung treffen. Das ist alles nicht gut. Das ist alles nicht. Aber wenn du das sagst, dass das keinen anderen Weg gibt, ich vertraue dir, weil du deiner Meinung, weil du, glaube ich, immer das Gute willst für die Menschen. Und ja, und meine, Ver-
Verstehe mich nicht falsch. Es kann natürlich sein, dass in 1000 Jahren, wer weiß, wie weit dann unsere Technologie ist, wir vielleicht auf einmal auch ihr helfen könnten, aber soll sie noch 1000 Jahre lang warten? Immer nur hier gefangen an diesem Ort? Das will ich nicht entscheiden können. Ob sie noch 1000 Jahre warten... Das musst du nicht entscheiden, Mechanikus. Na, aber wir müssen das, und da bin ich auch Teil bei. Ich kann das nicht entscheiden, ob sie noch das besser ist, doch ewig noch 1000 Jahre zu. Ich denke, sie hat die Entscheidung bereits getroffen für uns. Richtig. Und werte Dame, würden Sie mir bitte ins Haus folgen? Jack. Warte. Madame, ich will mich kurz dazwischen so. Madame. Miss? Ja? Was? Sie wünschten sich das wirklich von Herzen? Von ganzem Herzen. Kann ich mit irgend... Kann ich Ihnen irgendetwas Gutes tun? Haben Sie irgendeinen Wunsch? Irgendwas, was sie gern hätten würden, wo auch immer oder so, irgendwas, was man ihnen helfen kann vielleicht? Ich könnte vielleicht eine Sache anbieten. Sie sagten, dass sie diese Pflanzen im Garten immer noch pflegen und so wunderschön finden. Ich hätte vielleicht eine Möglichkeit, dass sie hier jetzt eine Pflanze sozusagen weiter wachsen, selbst wenn sie schon längst dahingeschieden sind. Das klingt schön. Wäre das okay, Mechanikus, auch für dich erstmal? Es geht hier nicht um mich. Mir ist es nur wichtig, Tod ist so beenden, endlos, für immer beenden. Das ist dann vorbei und man muss immer vorher gucken, dass es andere Möglichkeiten gibt. Und das ist mir nur wichtig, weil Tod ist keine Lösung. Das ist das Ende. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist nicht... Ich gehe zu Dudley und umarme ihn dann nochmal und vergrabe mich da. Und Dudley umarmt zurück. Würde er die Hand reichen zu. Also, erstmal hatte Jack gesagt, eigentlich ins Haus folgen. Ja. Und ja, sie schaut dann zu Jack. Jack, würdest du ansonsten mir das erlauben? Wenn du möchtest. Madame, und ich würde einmal nach ihrer Hand so halten. Und deiner, wolltest du noch reingehen, Felix? Lass mich drauf würfeln. Du hast schon angefangen, ja. Also ja. Ja. Doktor? Ja? Dürfte ich fragen, was Sie vorhaben? Ich rufe eine Art neue Freundin, die sehr sanft sein wird. Aber du kannst gerne auch noch deine Kraft einsetzen, Lamour. Um es so angenehm wie möglich für sie zu machen. Lassen Sie, Madame... Könnten wir uns noch ein paar Minuten drinnen unterhalten? Wenn es sein muss. Ich warte im Garten. Wir kommen gleich. Und sie folgt dir. Und ich gehe mit ihr rein. Ähm,
Haben Sie noch Fotos von Ihrer Familie? Fotos gab es da noch gar nicht, oder? Haben Sie noch Bilder, Gemälde? Uralte Fotos, oder? Ja. Diese Schwarz-Weiß-Fotos und so weiter. Grundsätzlich gibt es Fotos schon eine ganze Weile. Also wenn es jetzt nicht gerade 500 Jahre her ist, dann... Die Frage ist, ob es alles verbrannt ist schon. Aber das wir haben damals gesagt, es gab ja Gemälde und ja. Mhm. Ich hatte Gemälde, aber auch sie sind alle dem Feuer anheimgefallen. Mir wurde alles von meiner Familie genommen, bis auf den Garten. Der Garten hinten oder der Garten... Na, sie hat ja nur das vorne gesehen, aber ja, da wie gesagt, die ganzen Buschskulpturen und so, die waren alle in bestem Zustand. Hm. Ja. Die Garten vorne mit ihrer Skulpturen? Ja, und auch weite Teile des Anwesens, das wir sonst so gepflegt haben. Möchten Sie es mir zeigen? Nun, ich habe die Ewigkeit gewartet. Was sind da ein paar Minuten mehr? Und ja, sie tritt mit dir heraus und geht ums Haus so ein bisschen herum. Und ja, du siehst wirklich eine relativ, ja, doch recht große Grünfläche, auf der, ja, wirklich scheinbar völlig unberührt von Zeit und Flammen, ja, diverse Hecken und weitere Buschskulpturen stehen. Ein rundes Blumenbeet mit mehreren Ebenen, auf denen verschiedene Pflanzen angepflanzt sind. Und ja, das wirkt alles sehr, sehr gut gepflegt und so. Und ja, das ist nach wie vor ein sehr schöner Ort. Sieht wunderschön aus. Dankeschön. Haben Sie einen Lieblingsort in Ihrem Garten? Ich glaube nicht. Ich liebe den gesamten Garten. Man sieht, dass er Ihnen viel bedeutet. Ich mag Pflanzen auch sehr gerne und man kann sehen, dass sie sich gut. Lassen Sie uns doch hinsetzen. Nun gut, und also du merkst aber, dass so, also sie bewegt sich generell recht langsam und starr, aber dass sie für die Verhältnisse, wie du sie gesehen hast, dass sie nervös wirkt, also mit den Fingern tippelt und so weiter und so fort und ja. Genau. Dieser Tag oder dieses Leben, was Sie führen, kann nicht einfach für Sie sein. Ich möchte Ihnen helfen. Dann lassen Sie den Herr Doktor tun, was er tun wollte. Und ich, bevor ich es mache, Sie sind sich sicher, dass das Ihr Wunsch ist? Ich bin mir sicher. Dann mit Ihrer Erlaubnis, Entschuldigung, wie war Ihr Name? Das weiß ich nicht. Madame Hochstetter. Madame, mit Ihrer Erlaubnis, ich kann Ihnen helfen, es so sanft wie möglich zu machen.
Nun dann. Nur zu. Und ich würde Emotionskontrolle auf sie anwenden. Ja. Und sie so entspannt wie möglich machen. Und weh, die Würfe verkacken jetzt. Sie wird wütend. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Gott sei Dank. Ey, ich bin so nervös. Ja. 12, 15, 17. Ja, also du greifst nach ihrem Verstand und zu deiner, ja, vielleicht Überraschung spürst du, dass so von Grund auf schon, ja, da ein bisschen Nervosität ist, aber vor allem jetzt, nachdem ihr Wunsch akzeptiert wurde, sie schon so einen inneren Frieden ausstrahlt, ein Stück weit. Und ja, aber sich dann, als du deine Emotionskontrolle einsetzt, noch mal mehr entspannt. Und ich würde ihr, ich würde neben ihr, vor ihr, hinter ihr, irgendwie in ihrer Nähe sein und sagen, schließen Sie Ihre Augen und denken Sie an Ihren Mann, an Ihre Kinder. Ich verspreche Sie, werden Sie bald wiedersehen können. Das hoffe ich. Und ich nehme eine der Haarnadeln von Toki, die ich bekommen habe. Ja. Und während ich stelle mir vor, dass ich irgendwie hinter ihr bin und sie im Arm halte und ihr ins Ohr flüstere, dass sie sich an ihre Familie erinnern soll, an ihren Mann, an ihre Kinder. Und das, was sie hatten, als das Haus noch nicht abgebrannt war. Und dann würde ich mit der Haarnadel ihr ins Herz stechen. Okay. Und ja, sie hat die Augen geschlossen und ja, liegt auch ganz vertrauensvoll in deinen Armen. Und als der Stich kommt, ja, sackt sie quasi sofort zusammen. Also es gibt auch im Prinzip keinen Sterbeprozess. Also sie ist eigentlich in dem Moment auf der Stelle tot. Und ja, ihr, die ihr vorm Haus steht, seht jetzt auch, genau wie auch du, Lamour, wie um euch herum die Szenerie in Flammen aufgeht. Ja. Also der Garten in Flammen aufgeht, das Haus wieder in Flammen steht. Aber auch da, wo euch die Flammen berühren, es ist kalt. Also es ist kein Feuer, was wirklich verbrennt, sondern es ist ja wie so eine optische Illusion. Und ihr seht, wie sich diese ganze Szenerie so Stück für Stück auflöst. Und ja, wieder Raum macht für eine neue Szenerie. Und während aber der Wald verschwindet und der Garten verschwindet und das Haus verschwindet, hört ihr alle in euren Köpfen noch ein kurzes, leises Dankeschön. Und ich halte sie im Arm und wiege sie und ich hoffe, sie können ihre Familie wiedersehen. Was ist hier los? Warum brennt hier alles? Was heißt die Dankeschön? Was? Ich glaube, Lamour hat es schon getan. Was? Ja. Wir haben uns noch nicht mal verabschiedet. Was ist das denn? Ja, die Welt um euch herum löst sich immer weiter auf und ja, kurz steht ihr, es ist alles verschwunden und ihr seht euch jetzt auch wieder, auch Lamour, der um das Haus herum war, in deinen Armen verschwindet, auch Madame Hochstetter. Da trotzdem sitzen. Ja, und ihr seht euch für einen kurzen Moment in einem, ja, in einem völlig schwarzen Raum stehen, in dem keine Konturen, nichts ist, nur ihr seid sichtbar. Und blickt euch kurz an und wo uns die Reise als nächstes hinführt, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Cliffhanger.
Es war eine sehr nachdenkliche Folge. Ich fand sie aber, ja, auf eine traurige Art und Weise sehr schön, dass auch sowas thematisiert werden kann im Rollenspiel. Und ja, wir hoffen, euch hat sie auch etwas gegeben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.